Nach etwas längerer Zeit folgt wieder mal eine gerüchteküche Ausgabe zu Famarama und heute mit zwei Themen, und zwar zum einen zum Angler-Event, oder ist es einfach ganz einfach Sommer-Event, das angekündigte, und Thema Nummer zwei, die neuen Setzlinge. Zu Beginn aber dann doch noch ein anderes Thema, ganz kurz, und zwar zum Zuchtquest-Event, das ja übermorgen startet. Was müssen wir da tun? Das ist nichts Neues, und zwar eben hier diesmal auch wieder zwei Tierarten rausgepickt. Diesmal wahrscheinlich mit Rudern und mit Ziegen hier. Dafür gibt es Baby-Varianten, ist ja nichts Neues, hier habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und ganz kurz, dieses Item wird es dabei dann wohl zu spielen geben von der Ziege beim Zuchtquest-Event, das wie gesagt übermorgen startet. Jetzt aber zu den hauptsächlichen Themen, sozusagen bei einer Gerüchteküche-Ausgabe. Let's go! Beginnen wir mit dem Angler-Event, wenn man so bezeichnen möchte. Wahrscheinlich wird es dabei eben um das Sommer-Event handeln, das ja am 29. startet. Das wurde ja schon im Eventkalender auch angekündigt. Wie lange es geht, ist noch nicht bekannt hier. Auf jeden Fall, dazu jetzt die ersten Bilder. Und Eventkörbe gibt es natürlich auch, und die verraten ja schon einiges, was wir bei diesem Event zu tun haben. Man findet dort allerdings keine Eventpflanze. Wahnsinn, Überraschung pur, mal keine Eventpflanze hier, aber dafür zwei Drop-Items. Und zwar haben wir zum einen die Anglerfedern oder irgendwie so in der Art, und die Würmer. Also wenn ich ein Fisch wäre, die würde ich sicher nicht fressen, aber anscheinend doch zum Anlocken der Fische. Es aussieht also zwei Drop-Items, allerdings könnte es auch sein, dass ob es bei beiden der Fall sein ist oder der Fall sein wird oder auch nicht, dass die Federn womöglich nur aus Stellen droppen. Ob da was dran ist, ist noch nicht bekannt, noch nichts Näheres. Aber zwei Drop-Items, davon kann man wohl ausgeben, wird es geben. Dafür keine Eventpflanze. Habe ich ehrlich gesagt aber nichts dagegen. Zur Abwechslung. Was gibt es so zu spielen? Und zwar haben wir folgende Items. Da hätten wir zum einen den Bären mit den Fisch, überraschenderweise. Dann haben wir ein Schaf, das natürlich auch angelt, und den Kaliber hier. Also wenn du den hier der angelst, dann bist du der richtige Boss hier. Wenn doch etwas bezweifle, dass der den hier rauskriegen wird. So stark ist wohl nicht mal der Bär hier. Das sind ja so die ersten Bilder zum Angler-Event, wenn man so bezeichnen möchte, oder Sommer-Event, wie auch immer, eben mit den gruseligen Würmern. Wie auch immer, dann Thema Nummer 2, Setzlingsaktion wird voraussichtlich, kann man wohl davon ausgehen, dann am Wochenende des 27. und 28., also kurz vor dem Angler-Event stattfinden. Dabei neu sollen zwei Bäume wahrscheinlich sein, und zwar die Korkeiche und der Sanddornbaum. Ob der eine dann für die Farm und der andere für Bahamarama-Kompe setzen, könnte ich mir natürlich durchaus auch vorstellen, so sehen diese aus. Jetzt ist natürlich noch eine Frage, welcher ist was von den Dingern? Das ist natürlich die andere Frage, aber das sind eben die beiden neuen dauerhaften Sonderbäume. Ob es auch wieder so sein wird, dass bei einigen Sonderbäumen, die wir bereits schon kennen, auch die XL und XXL, also Upgrade-Varianten, kommen, ist noch nicht bekannt. Aber das wäre bei den letzten Male eigentlich immer so war, kann man auch dieses Mal wieder davon ausgehen. Wie gesagt, Setzlinge höchstwahrscheinlich am Wochenende des 27. und 28. Juni. Und damit soll es auch schon gewesen sein mit dieser Gerüchteküche-Ausgabe zu Famarama.